Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier beim Mr. Easy Racer und einer weiteren Folge von meinem Let's Play The Crew Calling All Units DLC. Ja, ich bin jetzt hier wieder als Clara unterwegs und zwar im lieben Lamborghini Gallardo. Und was ich jetzt mal machen wollte, ich wollte mal gucken, weil ich muss doch Standardmarkierungen, genau, weil mir doch gesagt wurde, du kannst damit zum Renntuner gehen, weil das ist ja ein Rennauto, und kannst dann das Auto auftunen. Und das wollte ich jetzt einfach mal machen. Geht das betreten? Tatsächlich, es geht. Das wollte ich jetzt mal fix machen. Und dann werden wir natürlich hoffentlich wieder unseren Spaß haben hier mit den Cops. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das genau mit den Crews ist, deswegen, das will ich jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Weil das Problem ist halt, wenn ich jetzt in eine Crew reingehe, ich bin halt nicht dann der Crewleiter und dann ist eben das Problem, ob die eben diese Verfolgungsjacken annehmen, weil sonst kannst du ja als Cop hier nicht wirklich viel machen, sage ich jetzt mal. So, was kann ich jetzt hier, wieso... Okay, hier gibt es nichts mehr zu kaufen. Okay, also visuell kann ich dann doch nicht großartig irgendwas machen. Okay, das wollte ich nur wissen. Das heißt, ich kann das eigentlich getrost hier vergessen. Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal, dass wir in der Folge jo, noch ein paar Racer auf die Hörner nehmen, wie wir das so kennen vom lieben Mr. Easy Racer. Und ja, dann hoffen wir auf gutes Gelingen, denke ich jetzt mal. Ich hoffe nur, dass ich jetzt wirklich ein paar Sachen kriege. So ein paar hier, Verfolgungsjagden. Ich kann ja nicht durch eine Kiste fahren mit dem Cop-Auto, ne? Das geht ja nicht. Und wir wollen ja auch unbedingt den Pagani uns holen. Und ja, das haben wir auf jeden Fall alles vor für diese Folge. Okay, dann schauen wir, warten wir doch einfach mal ein bisschen ab. Ihr kennt es ja bereits. Ich bin immer noch in dieser gleichen Lobby sozusagen. Da oben wäre noch eine... Ist das hier oben? Eher nicht, ne? Eher nicht. Ich bin noch in der gleichen Lobby und da waren ja so viele Racer unterwegs. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir hier das ein oder andere, den ein oder anderen Auftrag hoffentlich gleich kriegen werden. Das hoffe ich. Hier oben sollte das gewesen sein. Ich wette mit dir, ich komme da oben an. Und dann heißt es... Hä, nee, das war gar nicht da oben. Oder? Oder bin ich jetzt... Bin ich deppert? Wo muss ich denn da hin? Spieler? Fahrtenbuch? Fraktion und PvP, Erkundung. Ah, doch, das ist schon hier. Das ist schon... Nein, oh, ich wollte eigentlich einen Wegpunkt setzen und dann dahin fahren. Madig. Habe ich da echt so viele nicht gemacht? Ich kann mich da irgendwie gar nicht so dran erinnern, dass ich da so viele nicht gemacht habe. So, Leute, was ist los, Jungs? Was ist los, Jungs? Oder ich mache halt die Story ein bisschen weiter. Ja, komm, dann machen wir die Story dabei ein bisschen weiter, oder? Wenn wir jetzt hier keine Einladung kriegen, dann machen wir ganz fix die Story ein bisschen weiter. Dann müssen wir auf Delikte gehen. Und ja, da kommen wir nicht hin, weil da haben wir... Gelände, ist das okay? Weil da haben wir... Offroad. Ach, da brauchen wir ein Rallye-Auto. Okay, das müssen wir uns also auch noch holen. Haben wir überhaupt noch irgendwas offen, was wir machen können? Nur noch das eine. Okay, da müssen wir jetzt hier mal einen Wegpunkt setzen und dann müssen wir irgendwie mal schauen, dass wir da hochkommen. Und dann müssen wir uns höchstwahrscheinlich schon ein Rallye-Auto kaufen, weil dann haben wir schon alle Missionen, die hier so sind, hätten wir dann schon gemacht. Okay. So. Wie kommen wir da jetzt am behindertsten hin? Er hat mir gar keine Route irgendwie gesetzt. Ich würde mal behaupten, wir fahren einfach mal hier hin. Hä, wieso? Oh Mann, setz ihn halt auf die Straße, Junge. Hä, das ist keine Straße? Doch, natürlich, das ist eine Straße. Okay. Hat er das jetzt auch, oder? Nein, hat er nicht. Hä, wieso nicht? What the fuck, Mann? Ah, doch, jetzt hat er. Meine Güte, ich dachte mir schon gerade, was ist denn jetzt los? Okay. Willst du mich jetzt trollen, oder wie? Ja, was jetzt? Wie rum? Das Navi ist doch ein Idiot, oder? Navi ist doch ein Idiot. Ja, what the fuck? Ja, also, mein Gott. Was ist mit dem Navi von der Crew los? Was ist denn da los? Und wie gesagt, wenn ich jetzt halt auf dem Weg dahin irgendwas kriege, dann werden wir das natürlich machen. Ganz, ganz klar. Irgendeine Verfolgungsjagd aus Einladung. Das ist sowieso klar. Aber wie gesagt, ich muss das halt eh erstmal alles entdecken. Ich könnte jetzt natürlich auch mal ein bisschen die Kamera ändern, ne? Und mal ein bisschen andere Kamerasicht fahren. Dass wir den wunderschönen Lamborghini auch mal von innen sehen.
Jo, schöne Kiste auf jeden Fall. Auf jeden Fall komplett auf Rennen aufgetunt. Damit Racer zu jagen. Ich glaube, das macht ganz viel, auch, würde auch echt ganz gut Spaß machen. Also, ja, passt. Passt auf jeden Fall. So. Aber irgendwie ist gerade nichts los, gell? Ich krieg keine Einladung. Wo ich da in der letzten Folge, wo ich Cops gespielt habe, noch eine Einladung nach der anderen gekriegt habe. Oh, ich bin falsch gefahren. Da kriege ich jetzt irgendwie gar nichts mehr. Boah, Alter, wie der sich mit dem Kopf bewegt, wenn ich voll einlenke. Boah, da kriegst du ja Kotzeritis, Alter. Holy shit. Ist mir noch nie so aufgefallen. So. Okay, hier schön hoch. Okay, da müssen wir eh mal schauen. Und jetzt müssen wir irgendwie links rein. Da werde ich natürlich jetzt gleich mein Geländeauto auswählen. Gut, aber dass wir hier schon mal nicht reinkommen, das ist blöd, ne? Okay, das heißt, ich werde mal ganz kurz mein Gelände. Haben wir doch hier einen eigenen Writer für Polizeifahrzeuge. Genau, also mein Gelände-Wrangler. Okay, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns da irgendwie reinporten. Über die Mauer zumindest. Über die Mauer zumindest. Ah, Alter, wir können sogar schon spielen. Nice. Dann machen wir das doch direkt. Laut unserer Aufklärung bist du auf einer bei den Harvesters sehr beliebten Schmuggelroute. Es ist an der Zeit, diese Strecke zu blockieren. Alles, was du tun musst, ist Präsenz zeigen und ein paar Autos anhalten. Was haben die im Kofferraum? Falsche Fahrzeugpapiere, nicht deklarierte Ersatzteile, gehackte Bordcomputer, alles rund ums Auto. Okay, alles klar. Dann machen wir das doch mal. Ah, da wird schon direkt gleich einer kommen, oder? Jawohl, so schaut's aus. Es ist immer so brutal laut. Alter, fahr nicht so schnell, Bro. Und ich kann mich nicht hinporten. Holy moly, Mann. Der ist so übel schnell unterwegs. Komm ja gar nicht hinterher, Mann. Was ist mit ihm? So. Boah. So, komm. Alter, das ist wer anders. Oh, Alter, ernsthaft. What the fuck, Mann. Oh, jener. Musst du das Gas durchtreten, so. Denn sie nähern sich langsam, aber sicher ihrem Ziel. Ja, ist schon in Ordnung. Boah. Der Wagen reagiert nicht. Alter, dann jetzt mal hier. Die Kriminellen sind auch nicht schlecht. Zack. Und auch noch verlangsamen und jetzt sollten wir noch haben, oder? So, jawohl, so ist es. Schmuggelroute geschlossen. Wiedereröffnung nicht vorgesehen. So ist es. Dann hätten wir das. Hoffentlich Platin, aber es könnte, glaube ich, knapp werden mit Platin. Weil ich da dem einen da voll in die Kiste gefahren bin. Und, Spannung steigt. Ah, Gold nur. Leider. Leider nur Gold. Aber gut, nehmen wir natürlich auch mit. Können wir unserem lieben Jeep natürlich auch einbauen, ganz, ganz klar. Das heißt, wir haben nur eine Geländemission, oder wie, gehabt? Oder hatten wir zwei? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, jetzt würde ich fast behaupten. Ja, und die anderen waren alle mit Rallye-Ausstattung, ja? Habe ich das richtig gesehen? Der war Rallye. Genau, Rallye Stufe 30. Rallye Stufe 30. Da würde ich fast behaupten, ich mache mal eine fixe Blitzreise, beziehungsweise einen fixen Abstecher nochmal beim Polizeihauptquartier. Hol mir jetzt ein Rallye-Auto und werden dann mit dem noch die zwei Missionen fahren. Und dann muss ich mal schauen. Also irgendwie ist in der Lobby ein bisschen tote Hose in Sachen Cops. Vielleicht wechsle ich einfach mal Lobby oder so. Dann können wir da nochmal schauen. Okay. Yo, Verkaufsraum. Was haben wir denn eigentlich alles an Rallye da? Also den brauchen wir nicht. Das ist Performance. Rallye wäre der Hammer halt. Oder der Ford Raptor. Ja, der Ford Raptor ist halt ein gutes Stück billiger als der Hammer, gell? Da würde ich mal sagen, dann nehmen wir den Ford. Machen wir das. Machen wir ohne groß mucken direkt. Und dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt eh fast so ungefähr jedes... Ja, die Hälfte von den Cop-Autos haben wir ungefähr, glaube ich. So, dann gehen wir jetzt mit dem lieben Ford Raptor mal auf große Tour. Dann ist eben das für die Folge noch unser...
unser Ziel, einfach ein bisschen Offroad, ein bisschen Cop-Action zu machen. Ist natürlich schade. Ich hätte es euch natürlich gerne wieder präsentiert, so ein bisschen bam, bam, bam und so gegen andere Spieler, aber irgendwie, wie gesagt, ist hier nicht so gefragt anscheinend. Okay, dann würde ich sagen, genau, dann hätten wir das eine hätten wir hier. Machen wir das. Und das andere dann noch links daneben. Da schauen wir mal, wie weit wir dann davon weg sind. Da könnten wir dann auch mal hin. Oh, einzeln muss ich noch klicken. Könnten wir dann auch mal hinfahren oder so. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber wie gesagt, auch nochmal. Der Bursche, den du verhaften musst, arbeitet für die Harvester. Er kontrolliert die illegalen Wetten auf die Rennaktivitäten der Gang. Er kümmert sich um Buchhaltung und Finanzen. Er, nur er ist unser Ziel. Wie identifiziere ich ihn? Leicht. Er ist der einzige Typ, der mit beiden Füßen aufs Gas steigt, wenn du in Sicht kommst. Die anderen erwartet ein Bußgeld, aber er bekommt eine lange Haftstrafe für Bandenkriminalität. Verstehst du? Guter Fahrer, aber unfähig, unauffällig zu bleiben. Wollen Sie das damit sagen? Exakt. Okay, nee, was ich nochmal sagen wollte, auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank für die großartige Unterstützung bei dem Projekt zurzeit. Das freut mich und das motiviert mich auch wieder täglich neue Videos für euch zu produzieren. Alter Schwede, im Buggy, ernsthaft? Okay. Oh Gott. Ist jetzt natürlich in dem kaum aufgetunten Ford Raptor, wird das jetzt schwierig. Alter Schwede, wieder wegzieht. Ich komme ja kaum hinterher. Jetzt fangen wir langsam ein bisschen aufzuholen. Und da gibt es auch noch andere Spezialisten. Da will ich jetzt ungern irgendwas denen, ja, einsetzen. So, okay. Außer Reichweite. Nein, fuck it. Die Aussicht auf eine Zukunft hinter Gittern scheint Flügel zu verleihen. So. Wie nah bist du dran, Clara? Eine Handbreit. Ja, ich weiß nicht, kann ich hier jetzt schon aktivieren oder nicht? Ja, sehr gut. Huh! Jetzt konnte ich ihn wegslowen. Oh Gott, wo fährt der hin? Wo fährt der hin? Nein! Verdammte Axt! So, wo ist er? Hier, okay. Jetzt haben wir ihn aber. Nice. Ein Loch ins Portemonnaie. Ich hätte ihn schon einen Ticken früher haben können, aber ich wusste nicht genau, wo der da gerade lang fährt. Aber hoffentlich reicht's für Platin. Komm schon. Oh, wieder nur Gold. Madig. Madig. Aber egal. Ist trotzdem gut. Aber wir haben Gold geholt, aber gewinnen trotzdem Platin-Teil. Das ist wieder die Super-The-Crew-Logik. Okay, alles klar. So, da würde ich jetzt mal sagen, schauen wir einfach mal, wo wir denn jetzt gerade sind. Wie gesagt, die Folge geht ja gerade erstmal gute 13 Minuten. Und, ja, dann wollte ich mal sagen, Karte, 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 wo sind wir und wo müssen wir hin? Ja, das ist schon ein gutes Stück, ja. Das ist schon ein gutes Stück. Aber ich würde fast sagen, sollen wir uns mal... Wir porten uns mal hier hin. Also wir machen erstmal einen Wegpunkt. Wegpunkt setzen, ich kann eh nicht. Ich könnte da eh nicht hinfahren. Nur wenn ich mal sagen, machen wir hier einfach mal eine Blitzreise. Und dann werden wir den Rest dahin fahren. Ja, ich habe immer noch Sachen, die noch nicht aufgedeckt sind, ich weiß. So, da können wir auch hier mal kurz die Cockpit-Sicht auschecken im lieben Ford Raptor. Jo, ne, gefühlt klassisch. Wuhu! Auf jeden Fall. Oh Gott, wollte ich gar nicht. Achso, wartet mal. Jetzt wollte ich mal... okay. Ja. Das mache ich dann wieder offscreen. So ein schönes Thumbnail wieder. Mit einem jumpenden Ford Raptor oder so. Fluchteinladung. Ach nein, oh Gott, na, ich wollte Auto wechseln. Ich wollte erst gucken, was das heißt. Und dann... madig. Oh, das war jetzt, da war ich jetzt blöd. Ich wollte eigentlich schnell noch den Lambo wechseln, weil mit dem hole ich ja keinen. Da ziehe ich ja nichts vom Teller hier mit dem Ford Raptor. Oder ist es angepasst? Ah, das kann natürlich sein, gell? Wenn du jetzt in dem Auto fährst, das dann angepasst ist an Offroad. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen, gell? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das zufällig wisst. So, da ist auch noch direkt eine, wie heißt es dabei? Hier so ein Punkt. So ein Punkt hier. So eine Sehenswürdigkeit. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Jetzt
Aha, Malik, jetzt habe ich eins zu viel gewechselt, die Kamera. So, jetzt sind wir hier wieder richtig. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das. Und dann... Der Scout der Harvester ist gestern in der Gegend aufgetaucht. Er sucht nach Experten für illegale Rallyes. Man muss kein Spürhund sein, um da Schmuggel zu wittern. Bist du bereit? Bin schon dran. Ja, sicher. Ich bin auch immer bereit. Oh, da schon wieder ein Buggy. Schon wieder ein Buggy und der ist schon wieder so weit weg. Aber wir kommen schon direkt viel, viel näher. So. Oh, Alter. So, und jetzt direkt nochmal langsamer machen. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Jetzt einfach nur folgen. Ah, fuck. Ich komme nicht richtig ran. Madig. Ich habe schon verkackt eigentlich. Für Platin zumindest. Weil ich komme nicht richtig ran und er zieht mir wieder weg. So. Oh Gott, Alter, wo fährt der denn lang? So. Ziel im Verhaftungsbereich, ja, nicht gegen den Baum fahren, sehr, sehr gut. Boah! Die Harvester spüren langsam unseren Atem im Nacken. Und wenn der Druck zu groß wird, fangen sie an, Fehler zu machen. Jawohl. Jetzt sollten wir eigentlich alle Missionen geschafft haben. Kommt jetzt vielleicht noch so ein Epilog oder so? Ja, leider wieder nur Gold. Madig. Aber wie gesagt, das lag an mir selbst, weil ich bin dazu abwartend gefahren. Weil ich habe da auch nicht Vollgas gegeben, nachdem ich ihn... ich habe ihm ja erst dieses Ding gedrückt. Dieses, das EMP. Und dann habe ich ihm das Geschwindigkeits zu minimieren gedrückt. Und da bin ich dann nicht schnell genug gewesen. Okay. Jo, jetzt würde ich fast behaupten, ich werde jetzt hier mal schnell noch ein ganz, ganz schönes Thumbnail schießen. Und werde das dann jetzt schnell offscreen machen, aber werde dann einen kleinen Cut machen. Und dann werde ich mal schauen, was wir hier jetzt da noch weitermachen können. So, und das schaut nämlich richtig nice aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, obwohl doch, den Dreck könnten wir anlassen, ne? Genau, also wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder, ne? Unsere Verhöre haben sich ausgezahlt. Wir wissen, wo Tony C., der Anführer der Harvester, ist. Im Moment ist er in Los Angeles unterwegs. Verhafte ihn und alles bricht zusammen. Ich schicke dir die Koordinaten aufs GPS. Jo, und damit wieder zurück, nachdem wir eine kurze Pause gemacht haben in Sachen Fotoschießen. Okay, jetzt haben wir die letzte Mission, die ich hier unten finde. Okay, alles klar. Und die müssen wir jetzt endlich mal in unserem Rennen Gallardo machen. Da haben wir ja so lange drauf gewartet, dass sie endlich mal... Ist es soweit. Ab morgen ist Tony C. hinter Gittern. Das ist nicht gleich das Ende der Organisation. Aber der ganze Laden stützt sich auf ihn. Pass gut auf dich auf. Das ist ein Ausnahmefahrer. Und ich eine Ausnahmepolizistin. Und sicher hat er eine Eskorte. Das wird kein Spaziergang. Verstanden. Ich passe auf. Okay, alles klar. Ja, haben wir ja lang drauf gewartet, dass wir endlich mal unseren Gallardo in der Story hier fahren dürfen. Oh yeah, baby. So schaut's aus. Okay. Okay, im Bentley unterwegs und ich muss erstmal 400 Meter aufholen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Aber das kriegen wir hin in unserem Lambo. Gar kein Problem, gar kein Thema. So, okay, das kann er ja gerne mal machen. Wow. Diese Mistkerle wollen mir das Leben. Jawohl. Das muss sich ändern. Oh Gott. Und auch noch direkt verlangsamt. Tony C., Sie stehen unter Arrest. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, falls Sie... Keine Sorge, Clara. Ich glaube, er kennt die Miranda-Rechte besser als jeder Krimi-Fan. Okay. Das war doch einfacher als gedacht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, klar, die Story war jetzt natürlich ein bisschen, sehr, sehr humorlos präsentiert, muss ich auch mal ehrlich zugeben. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Feuerwerk, was da abgefackelt wurde. Aber halt ein bisschen Storyline drumherum, um eben einen neuen Hauptcharakter. Und hat mir schon gefallen. Also das ganze DLC gefällt mir eigentlich, muss ich auch ehrlich zugeben.
Ja, jetzt ist halt die Frage. Gute Arbeit, Clara. Die Harvester wanken. Sie waren noch nie so schwach. Einige ihrer Partner, die auf ihre Rekrutierungsfähigkeiten gebaut haben, sind abgesprungen. Wir haben sie fast geknackt. Okay, wir haben sie fast geknackt. Was soll das mir jetzt sagen? Heißt das, die Story ist jetzt zu Ende? Oh, eine Verfolgungsjagd-Einladung. Oder haben wir noch irgendwas offen? Das will ich gerade abchecken. Nee, wir haben nichts mehr offen, so wie es ausschaut. Cool, okay. Dann können wir doch zum Abschluss. Warum steht da oben rechts, ich fahre einen Golf? What? What? Warum fahre ich, gehe ich auf einmal vom Lambo zum Golf? Ernsthaft? Hey, what the fuck? What the fuck? Wieso? Hä? Oh, komm schon. Alter. Alter, oh Gott, jetzt habe ich auch aus Versehen. Alter, was ist denn jetzt los? So, ich hoffe, der kriegt das hin alleine. Weil ich bin ja so gar keine Hilfe. Ich habe kein Nitro, gar nichts. Warum hat er auf einmal den Golf ausgewählt? Ich kapier's jetzt nicht. Ich kapier's jetzt echt nicht. Alter, was ist mit dem Kopf hier los? Holy moly, was ist denn hier schon wieder los? So, ja, wie gesagt, ich bin ja noch einen Kilometer hinter denen. Das heißt, die sollten das ja schon relativ schnell eigentlich gebacken bekommen. Währenddessen ich dann schnell, ja, die Teile hoffentlich abgreifen kann. Vielleicht können wir uns ja dann sogar den Ding holen. Vielleicht haben wir dann den F12. Das wäre natürlich mega nice. Das würde ich feiern, wenn wir das jetzt hier so hinkriegen würden. Ich weiß jetzt auch natürlich nicht, was das hier für eine Mission ist. Ob das eine Bronze ist, Silber, Gold oder Platin. Da habe ich leider nicht aufgepasst, als sie mich eingeladen haben. So. Ja, ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Irgendwie schaut es gerade nicht so gut aus. Ich hole irgendwie laut Meta-Anzeige, hole ich auf die auf. Ich weiß nicht, was die tun. Ich hoffe, sie machen das Richtige, ne? Und ich habe gedacht, schön nochmal eine Verfolgungsjagd zum Ende der Folge und dann sie so, nö. Du bist jetzt auf einmal in deinem Serienfahrzeug unterwegs. Okay. DTF, ich habe gerade keine Ahnung, was die machen. Müssen die nicht eigentlich längst da sein? Alter Schwede, hä? Jetzt bin ja ich nur noch 600 Meter weg, oder wie? Hä, BTF? Hä, was tu... Wow, was macht das Navi da gerade? Ah, jetzt endlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht gerade. Hab mir wirklich Sorgen gemacht gerade. Kiste bereits geplündert. Achso, die hatten wir schon leider. Okay. Ja, dann aber kriegen wir... Ja, weil es halt ein Serienfahrzeug ist, kriegen wir da natürlich auch keine Teile. Das ist auch klar. So, und jetzt würde ich aber sagen, wir holen uns noch schnell die Sehenswürdigkeit. Und dann würde ich sagen, ich verlasse dann mal diese Lobby und werde dann als Cop... Alter, wo ist denn die? Die Sehenswürdigkeit. Ah ja, da, okay. Und werde dann als Cop... oh nein, nicht da reinfahren. Alter. Und werde dann in der nächsten Folge hoffentlich in einer neuen Lobby dann nochmal ein bisschen Spaß haben mit den Cops. Aber wie gesagt, ich muss da nochmal schauen, wie wir das dann online machen. Wie gesagt, das gilt es dann noch herauszufinden. Okay, so. Okay, dann die Raffinerie betreten wir noch schnell. Und dann haben wir das. Und ja, jetzt würde ich sagen, liebe Motorsportfreunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich würde mich darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, jetzt wünsche ich euch noch was. Sagt ciao, servus und bis dann.